Heute soll es mal ein bisschen spaßiger werden. Zumindest nehme ich es noch als Spaß. Ich freue mich immer wieder auf Gäste, die nach Dresden kommen und sich ein bisschen vorbereitet haben. Es gibt aber mit Verlauf Gäste, bei denen ich den Eindruck habe, die Kutsche ist falsch abgebogen. Ein Beispiel gefällig? Oder zwei? Gab es eine Dame aus Leipzig? Und die Leipziger, die sprechen ja nicht, die singen ja. Während wir in Dresden das Residenzsächsisch, das feine, das saubere Residenzsächsisch sprechen, sprechen die Leipziger das Gewandhaussächsisch. Die singen. Ja? Mach das mal vor. Kommt also die Dame aus Leipzig auf mich zu und sagt, Meister, kannst du sie mal eine Frage fragen? Ich sage nicht klar. Sagen Sie mal, wo gibt denn die Fahrkarten für den Fürstenzug? Das finde ich witzig. Wer von euch schon mal in Frankfurt am Main war, dort gibt es einen Applewein-Express. Das ist kein Lieferservice für Apfelwein, sondern eine Stadtrundfahrt, bei der man Apfelwein zu trinken bekommt. Von daher legitim. Den Obervogel hat ein Herr aus Niederbayern abgeschossen. Es tut mir leid, aber es ist so. Der mich allen Ernstes vor versammelter Mannschaft gefragt hat, ob wir zu DDR-Zeiten in Dresden Straßenbeleuchtung gehabt hätten. So, nee, hätten wir nicht. Ob sie sich hinstellt, mich anschaut und sagt, ja, und warum nicht? Ich sag, sonst wären wir in unseren Erdhöhlen geblendet worden. Ich sag nicht mehr. Dasselbe Bajovar hat übrigens zweimal in mein Programm geschlossen. Ganz zum Schluss hat er sich nochmal aufgeplustert und mich gefragt, er hätte gehört, dass wir in Dresden kein Fleisch nicht hatten. Schon mal die doppelte Verneinung, kein Fleisch nicht hatten. Ich habe den angeguckt, von unten bis oben. So, sieht, das stimmt. Wir hatten kein Fleisch. Ich bin von Baumrinde so fett geworden. Den Blutfleck könnt ihr euch am Fürstenzug unter Umständen noch anschauen. Irrtümer gibt es zuhauf. Jedes Jahr im Mai und in diesem Jahr hätten wir das 50. internationale Dixieland-Festival, bei dem wir mit der Stadtrundfahrt übrigens auch immer zugegen sind. Dieses Jahr fällt es leider aus. Aber bei der sogenannten Riverboat Shuffle, man muss die Sprache neu erfinden, bei der sogenannten Riverboat Shuffle, 9 Schaufelraddampfer, 2 große Salonschiffe, legen in Dresden zur selben Zeit ab. Wir fahren Elbe aufwärts Richtung Pilnitz, kommen wieder zurück. Es gibt ein großes Feuerwerk. Ich will vom Schiff runter, kommt eine Dame auf mich zu. Leute, was für eine. Eine Dame mit einer Louis Vuitton-Tasche im Arm. Zurecht operiert. Ein paar Lippen, die hätte die gut und gerne als Beiboot nehmen können. Kommt auf mich zu und fragt mich allen Ernstes. Sagen Sie mal, wie heißt denn der Fluss hier? Der Rhein heißt bei uns Elbe, habe ich geantwortet. Da guckt die mich an und sagt, das kann ja wohl gar nicht sein. Die Elbe fließt ja durch Hamburg. Nun bin ich ja wahrlich nicht aufs Maul gefallen. Ich habe mir die Dame angeguckt und habe gesagt, Frau Gsell, das kann schon sein, aber erst 3 Tage später. Lassen wir das. Wenn ihr nach Dresden kommt, und ihr seid herzlich eingeladen, bereitet euch ein bisschen darauf vor und lasst euch auf unsere Sprache ein. Und wenn wir uns beide aufeinander einlassen, kann das ein wunderschöner Aufenthalt in Sachsen werden. Mit diesen Worten, macht's gut, tschüss, euer August der Starke.